Hi, hi. Oh. Ah, ist ein bisschen windig, deswegen habe ich Tränen in den Augen. Das ist bei mir leider immer so. Ah, ich bin hier am Gleispark. Nein, Gleisdreieck. Oder auch Gleispark. Und ich lasse mir heute die Haare abschneiden. Aber nicht so wie damals in Antalya, sondern jetzt richtig. Und dafür gehe ich jetzt zur Maskenbildnerschule, wo Jenny ihre Ausbildung macht. Und sie schneidet mir die Haare. Bis gleich. Ich bin in der Schule angekommen. Und jetzt werden die Haare geschnitten. Und da oben ist Jenny. Da oben ist Jenny, habe ich gesagt. Kamera. Erzähl mal, was der Plan ist. So, der Plan ist erstmal, dass ich einen ganz normalen Bob schneide. Vielleicht ein bisschen konvex oder konkav, je nachdem, wie ich mich fühle. Und danach wird es halt ziemlich kurz geschnitten, so nach dem Wunsch. Entsprechend, sag ich mal so. Also fast so an der Seite mit einer Haarschnitt und dann oben ein bisschen mehr feathery. Genau. Was auch immer, so Seiten kurz, oben ein bisschen länger. That's what I saw in the picture. Okay. Das Bild kann ich auch mal einblenden, vielleicht. Wie die Vorlage war. Oder nicht? Too much pressure. Doch. Okay, wir können auch das Bild einblenden. So, das ist kurz der Zwischenstopp, weil Jenny auch für die Schule quasi Schnitte machen muss, die bewertet werden. Und fuck, wenn ich in einer Rockband Bassist wäre, glaube ich, könnte ich die was vertragen. Nee, aber ich habe die Schnauze voll von langen Haaren. Ich brauche sie schön kurz und praktisch für den Sport und sowas. Auf jeden Fall würde das zu dem passen, was unser Dozent gesagt hat. Wenn ihr crazy ausschaut und auffallen wollt, dann tut das im Filmbusiness. Das soll wohl Connections einfacher machen. Die Produzenten geben sich wohl gerne mit so bunten Vögeln ab. Ich lasse dann lieber meine Filme bunt sein, glaube ich. So ein kleiner Zwischenstand, wie es jetzt gerade aussieht. Wie ihr gesehen habt, da unten liegt schon eine Menge Haar. Und Jenny meint auch, oh Gott, das wird immer mehr und mehr. Und es ist noch eine Menge Haar auf dem Kopf. Aber wir kommen dem Ziel schon ein gutes Stück näher gerade. Wir sind durch mit der Frisur. So, Jenny stylt noch ein bisschen und guckt, dass es gut ausschaut. Aber im Großen und Ganzen sind wir fertig. Und die Haare sind jetzt tatsächlich komplett ab. Da ist kein Dutt, gar nichts mehr. So. Wir sind durch damit. Und das ist das, was übrig geblieben ist. So, that's my hair. All of that. Okay. That's it. Ich würde sagen, Mission Success, oder? Yeah! Heute Morgen mal wieder zum Laufen unterwegs. Habe ich lange nicht mehr gemacht. Morgens rausgehen nur zum Laufen, ohne dass irgendein Projekt dahinter steckt oder ich irgendwo hin muss, um irgendwas zu machen. Fühlt sich auch gut an. Es ist ein wunderschöner Tag. Die Sonne lacht mir ins Gesicht und ich laufe ein paar Meter und verbrenne ein paar Kalorien. Lange nicht mehr zu sehen und ich glaube, der erste Vlog heute wird auch sehr chubby sein. Ich weiß auch nicht, ob ich das täglich mache, weil täglich ist gerade nicht viel Spannendes los. Ich mache halt die Post-Production für meinen Abschlussfilm und viel gibt es da auch nicht zu sehen, wenn ich den ganzen Tag irgendwo sitze und irgendwas beschäftige. Aber ich werde es versuchen, vielleicht melde ich mich und spreche über Sachen, die so aktuell angefragt werden. Wie zum Beispiel von meinem Onkel, der mich
des Öfteren schon gefragt hat, wie ich das mache, dass ich abnehme, was meine Zauberformel ist, whatever that is. Ich glaube, die einzige Zauberformel, die es gibt, ist Disziplin. Und ich Motherfucker, bin der Letzte, der diszipliniert ist, ohne Scheiß. Alter, Disziplin ist... Oh, das ist Langeweile akzeptieren oder sowas, keine Ahnung. Nichts anderes bedeutet das für mich. Aber an dem Thema ziehe ich es jetzt durch. So, ich ziehe es schon eine Weile durch und ich werde es auch bis zum Ende durchziehen. Ich habe noch 10 Kilo vor mir, wenn die auch unter sind. Wenn ich auf 80 Kilo bin, gucke ich mal, wie das sein wird. Wie geil sind die Statuen hier im Park? Ich bin hier gerade im Pankow. Keine Ahnung, was für ein Park, aber... Hey, Buddy. High five. Boah, hab ich stehen lassen. Egal. Ey, es gibt keine Zauberformel. Alles, was ich dir erzählt habe, ist auch genau das, was ich mache. Ich esse keine Kohlenhydrate mehr. Ich esse Obst, so gut es geht, morgens. Manchmal Obst, manchmal ist es ein Omelette. Also da ist auch so ein Mix drin, das ist auch nicht eintönig. Und die Kohlenhydrate aus dem Obst, Banane, Apfel, Kiwi, whatever, sind das Einzige, was ich zu mir nehme an Kohlenhydraten und das auch nicht im Übermaß. Das ist das große Geheimnis vielleicht. So, dass ich die Kohlenhydrate halt komplett weglasse. Also vor allem die raffinierten, die aus Mehlprodukten gemacht werden, die kommen gar nicht rein in den Körper. Und andere Motivationsgründe. Ey, ich will auch mal irgendwann eine Familie gründen und Kinder haben und mit denen rumtoben und Sport machen und aktiv sein. Und wie soll das funktionieren, wenn ich 140 Kilo wiege und nach 100 Metern außer Atem bin und nicht hinterherkomme? Das hat keiner Härten. So, das ist Motivation. Ein gesünderes Leben zu leben, aktiver sein zu können. Sport zu machen, was einen sehr schönen Ausgleich hat zu dem, was ich sonst mache, was halt auch stressig sein kann. Sport machen und Kopf abschalten, auch eine wunderschöne Sache. Vielleicht muss man irgendwas machen, was einen im Kopf müde macht, um zu begreifen, dass man sich durch etwas anderes, was den Kopf abschaltet, einen Ausgleich findet oder finden kann und dann läuft das besser. Aber so ein großes Geheimnis habe ich da nicht. Ich wünschte, ich hätte eins, wo ich sagen kann, hey, nimm das und mach das und kauf dir dieses Produkt oder... No, nothing, da ist nichts. Es ist einfach nur du selbst, du Onkel. Du musst es einfach wollen, Digga. Und wie soll ich dir dafür eine Zauberformel geben, dass du es wollen willst? Ja, ich habe letztens gehört, die Leute sind irgendwie Lahmacun essen gegangen und du warst mit und... Hast nicht gegessen? Geil. Ich liebe Lahmacun. Ich habe auch seit Monaten kein Lahmacun mehr gegessen. Fuck, ich habe letztens versucht, eine Fake-Pizza zu machen aus Eiweiß, Ei und Käse im Teig. Nee, da war nicht mal Ei drin. Quark war das. Quark? Gott, was habe ich denn reingemacht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kein Mehl. Keine Kohlenhydrate. Ey, und es mag zwar nicht der geilste Teig der Welt sein, aber trotzdem... Geht das in eine Richtung Pizza, so Pizza, die 2 Tage lang irgendwie eingeweicht wurde oder so. Oder ich habe den Teig nicht hinbekommen, was ich eher vermuten würde. Aber es geht, you know. Und dann kannst du auch solche Sachen essen. Gut, ich kann auch gern drauf verzichten, so lange wie ich jetzt schon drauf verzichte. 5, 6 Monate vielleicht? 4 Monate? 5 Monate? Irgendwie sowas, also sehr lange schon. Du vermisst es auch nicht mehr irgendwann. So Brot essen und sowas, es fällt alles weg. Trust me. So, das ist einfach nur eine Sucht, die deinen Kopf, your brain, teaches you. Dein Kopf hat es dir beigebracht, dass du Brot essen musst. Fuck, ich habe Brot zu Nudeln gegessen. Verstehst du? Weil ich Angst hatte, nicht satt zu werden. Das sind die Sachen, die du überkommen musst. Und wenn du die überwunden hast, dann läuft das schon besser. Wenn dein Körper gelernt hat, dass er kein Brot kriegt und keine Kohlenhydrate kriegt, dann wird auf einmal Salat eine ganz geile Sache, weil die dich sättigt. Und dann isst du Nüsse dazu und dann ist gut.
Und wenn du keine Kohlenhydrate zu dir nimmst und bei der Fettaufnahme auch vorsichtiger bist, indem du fettarmes Fleisch isst, etc., dann kannst du auch, ey, du kannst Nüsse essen, du glaubst gar nicht, wie viele Nüsse du essen kannst, und du nimmst trotzdem ab, weil das gar nicht in deinen Körper reingeht so richtig. Dein Körper nimmt sich die aktuelle Energie daraus, weil die Kohlenhydrate, die schnelle Energie nicht mehr da ist, nimmt er sich auf einmal die ganze Energie aus den Nüssen. So. Du denkst dir so, oh shit, ich habe halt diese Woche über die Stränge geschlagen und mehr verfressen, als ich eigentlich eingeplant habe als Portion. Und trotzdem ist es, it's happening, so. So seit den Winterferien, also seit Weihnachten, war ich ultra faul, habe mich null bewegt, richtig. Nur halt, um filmen zu gehen, okay, da bist du halt auch eine ganze Nacht auf den Beinen und sowas und keine Ahnung was. Aber selbst dann bin ich auf die Waage gegangen und hatte ein Kilo runter. Noch ein Kilo runter, noch ein Kilo, und jetzt bin ich halt bei 90. Und die letzten 5 Kilo, also von 95 auf 90, ey, da würde ich selber gern wissen, was das Geheimnis war, weil ich habe selber keine Antwort dafür. Außer halt Disziplin und auf die Ernährung zu achten. Na gut, ich laufe jetzt noch ein bisschen weiter, genieße hier die Landschaft im Park. Meine Nase läuft auch, geil. Ja, und wir sehen uns bald wieder. Ja, das ist der Haupteingang zu dem Park. So, noch als kleine Info. Ich weiß aber noch nicht, welcher Park das ist. Das ist der zwischen... Wenn ihr Wollangstraße, erstmal noch Wollangstraße aussteigt, könnt ihr in den Park hier kommen.